Ja, und damit nochmal herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ich stehe hier jetzt also im Hausanschlussraum meines Elternhauses. Hier haben wir ja zusammen auch in Teilen die Photovoltaikanlage aufgebaut und Teil dieser Anlage ist eben auch ein Batteriespeicher, der eben den Strom, den PV-Strom wegspeichern und dann in den Abendstunden wieder zur Verfügung stellen soll. Das hat auch in den letzten Tagen und Wochen seit ungefähr Mitte Februar echt super geklappt. Da waren wirklich schöne Tage mit dabei und gerade in den letzten 1,5 Wochen oder so ging das hier wirklich letztendlich auf 99% Autarkie hinaus. Der Speicher war immer voll geladen und hat dann halt sich über die Nacht entleert und wurde dann eben in den Morgenstunden wieder aufgeladen. Also das war hier von der Kapazität her wirklich an einigen Tagen hintereinander weg ausreichend von der Kapazität her, um das Haus zu versorgen, bis auf natürlich irgendwelche Lastspitzen. Dafür ist dieses System einfach nicht ausgelegt. Aber insgesamt hat das doch sehr viel Spaß gemacht, sich hier die Statistiken anzuschauen. Ja, und seit einem Tag, also seit gestern, dem 9. März 2022, funktioniert genau dieses System nämlich nicht mehr. Es wird hier kein Strom mehr eingespeichert und auch über die Nacht wurde hier eben kein Strom ausgespeichert. Das System, man kann es hier im Display erahnen, wurde fernabgeschalten. Also hier steht nur noch Fernabschaltung, System ausgeschaltet. Auch über die App, soweit ich weiß, kann man da nicht mehr besonders viel einsehen und bedienen. Also da werden im Endeffekt nur noch Nullwerte angezeigt. Das ist erstmal nicht so auf den ersten Blick erkennbar, was hier Sache ist. Es gab wohl an diejenigen, die sich da irgendwie angemeldet haben, in dem Portal auch noch eine E-Mail und mit ein bisschen Internetrecherche findet man auch die PR-Mitteilung des Herstellers und auch diverse Forenbeiträge, wo genau dieses Problem aktuell diskutiert wird. Also es ist wohl so, dass mindestens mal 3 dieser Systeme in kurzer zeitlicher Abfolge abgebrannt sind bzw. für Schäden in den Häusern gesorgt haben, in denen diese Geräte standen. Es wird aktuell wohl geklärt, inwiefern das von diesem Gerät selbst ausgeht. Der Hersteller in seiner PR-Sprache versucht das natürlich so ein Stück weit herunterzuspielen und zu vertuschen, sieht da keinen direkten Zusammenhang, spricht von Verpuffungen und irgendwie keinen direkten Zusammenhang eben zwischen dem Batteriespeicher und den Bränden. Aber man kann wohl schon davon ausgehen, dass das jetzt nicht zufällig genau 3 Häuser erwischt, in denen sich solche Speicher hier befinden. Und wenn der Hersteller sich so sicher wäre, dass das hier keinen Zusammenhang gibt, dann würde er sicherlich nicht auch zu dieser drakonischen Maßnahme greifen und diese Dinge aus der Ferne abschalten. Auch das kann man sich natürlich vorstellen, stößt bei den Käufern, bei den Eigentümern, bei den potenziellen Eigentümern nicht auf viel Gegenliebe. Man ist eben der Meinung, man hat hier ein teures Speichersystem gekauft, ist damit irgendwie so ein Stück weit autark, auch von den hohen Strompreisen. Und dann knipst natürlich der Hersteller das aus der Ferne aus. Das ist nicht so richtig nett. Letztendlich hätte das jedem auch irgendwo bewusst sein müssen. Man unterschreibt da auch irgendwie mit Blut die AGBs. Das ist sicherlich in den Kleingedruckten, in abstrakten Worten wird auch sowas beschrieben, dass eben Updates das Verhalten ändern können und dass sich der Hersteller da bestimmte Dinge vorbehält. Ich denke, soweit ich das jetzt gelesen habe, die Ausschnitte, die ich gelesen habe, da ist nicht direkt von Abschalten die Rede, aber letztendlich ist das natürlich eine Abwägung zwischen irgendwie einem Schaden im Haus, einem Brand, vielleicht sogar Personenschäden in der Höhe. Also die Sachschäden, die belaufen sich bei solchen Häusergeschichten ja schnell auf 100.000 und mehr Euro. Die Personenschäden, die sind natürlich ein Stück weit unerstattbar und das steht natürlich dann im starken Kontrast zu den wenigen Euro und Cents, die man hier letztendlich jeden Tag sparen oder verdienen kann. Also das kann man schon verstehen, dass der Hersteller zu solchen Maßnahmen greift. Inwiefern das juristische Nachspiele haben wird, das wird man sehen. Da will ich jetzt nicht in der Rolle des Herstellers, in der Rolle von Senec aktuell stecken, denn das wird sicherlich da auch einige motivierte Leute geben, die das dann juristisch anfechten, so zumindest in dem Forenbeitrag, den ich gelesen habe. Da wird dann irgendwie von Einbruch und sonstigen Dingen gesprochen, die der Hersteller hier vorgenommen hat und die fühlen sich da ungerecht behandelt und ja, mal sehen, was für ein juristisches Nachspiel das letztendlich haben wird. Ganz unabhängig davon fragt man sich natürlich schon, was es mit diesem Schaden auf sich hat und was dahinter steckt. Ganz aufgeklärt ist das wohl noch nicht und ja, da in dem Schreiben des Herstellers, der eben sehr PR-lastig ist, da ist die Rede davon, dass das jetzt einige Tage lang untersuchen wird und dass eben einige Tage lang dieser Speicher hier nicht zur Verfügung steht und nicht funktionieren wird. Letztendlich muss man mal sehen, wie lange das wirklich dauert. Für mich persönlich klang das, nachdem ich jetzt ein bisschen mehr recherchiert habe, nicht so, dass man das innerhalb von wenigen Tagen aufklären könnte. Ich habe mittlerweile auch einen Artikel aus dem PW Magazine gesehen, kann ich auch mal irgendwo in der Videobeschreibung oder so verlinken. Da sind auch tatsächlich Bilder, die kann ich ja mal dann hier einblenden und man kann dann unschwer erkennen,
dass das eben genau ein solches System ist, was ausgebrannt ist. Man hat das wohl laut diesem Bericht auch irgendwie erstmal gelöscht, aus dem Keller getragen mit Atemschutzmasken. An der frischen Luft hat sich das wieder entzündet. Also da kann man, glaube ich, ganz schwer davon ausgehen, dass das jetzt hier bloß ein Zufall ist und dass dieses System da nicht irgendwie involviert ist. Es ist wohl auch so, dass es jetzt am Anfang des Monats oder zum Ende des letzten Monats hin Firmware-Updates gab. Also man kann ja, beziehungsweise man kann das als Kunde nicht aktiv kontrollieren, aber es werden eben immer wieder hier Updates aus der Ferne eingespielt. Auch das steht in den AGBs. Auch da gibt es dann immer mal wieder Benachrichtigungen an die Kunden über die E-Mails und Apps und sonst wie wird das da schon irgendwie so ein bisschen verkündet und eben bekannt gemacht. Und ja, wo ich als irgendwie IT-Mensch und eben aus der Softwarebranche kommend, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie auch damit zusammenhängt, dass man eben das Ladeverhalten oder irgendetwas hier verändert hat, was dann eben zu diesen drastischen Effekten führt. Alles sehr unschön und eben zum aktuellen Zeitpunkt auch unklar. Man kann wohl hier so direkt als Laie erst einmal nichts daran ändern. Man kann das nicht wieder einschalten. Ich weiß nicht, ob es natürlich Möglichkeiten gibt, wenn man jetzt hier tiefer in das System eingreift. Auch das soll jetzt nicht allzu schwer sein, wenn man da vom Fach ist und wenn man sich da so ein bisschen informiert, könnte man das vielleicht irgendwie umgehen. Ein einfaches Ziehen des Netzwerksteckers reicht wohl nicht. Aber es gibt natürlich Anlagen, die vielleicht gar nicht erst am Internet hängen. Oder aber, ja, wie gesagt, könnte man da vielleicht irgendwo ins System eingreifen. Letztendlich ist das aber natürlich hochriskant in dem Falle, wenn hier dieses Gerät, von dem Gerät eine Brand- oder Explosionsgefahr ausgeht. Insofern würde man das niemandem guten Gewissens empfehlen können. Super ärgerlich. Hoffentlich wird man da schnell irgendwie eine Lösung finden, die nicht darauf hinausläuft, dass der Hersteller jetzt pleite ist, weil er irgendwie 60 oder 100.000 von diesen Speichern schon verkauft hat und die jetzt alle austauschen muss, sondern dass sich das entweder über Software oder über kleine mechanische Nacharbeiten, über den Tausch der Akkusätze vielleicht irgendwie lösen lässt oder weiter eingrenzen lässt, was genau da jetzt der Verursacher ist. Also da wird sich sicherlich in den nächsten Tagen noch einiges tun. Was mir nicht gefällt, ist tatsächlich die Kommunikation des Herstellers, der hier eben, wie gesagt, das herunterspielt und auch nur in PR-Sprache beschreibt und hier von Verpuffungen spricht und von keinen technischen Problemen und das eben hier versucht, sich da wahrscheinlich juristisch auch so ein bisschen zu schützen und aus der Schussbahn zu nehmen. Aber jetzt nur, wenn man nur diese Nachricht liest, dann weiß man überhaupt nicht, um was es geht. Da muss man eben weiter recherchieren und bisher ist das sehr verstreut im Internet. Auf Twitter gibt es ein bisschen was. In einem Photovoltaikforum habe ich ein bisschen was gefunden und jetzt eben auch im PV-Magazin seit heute Nachmittag. Aber insgesamt ist das doch recht verstreut noch und da muss man jetzt erstmal nochmal abwarten, bis sich da ein klareres Bild ergibt. Insgesamt kann man natürlich zwei Dinge festhalten. So Akkus sind letztendlich, oder Akkutechnologie, Lithiumtechnologie, und das weiß eigentlich auch jeder, der sich damit auseinandersetzt, bei bestimmten Chemien, nämlich denjenigen, die da auch hier verbaut werden, die halt günstig und vor allem auch leicht sind, da geht einfach eine Brandgefahr aus. Woher jetzt diese Explosionsgefahr ausgeht, das ist mir persönlich auch noch so ein bisschen unklar. Bisher bin ich davon ausgegangen, persönlich, dass das Gefährlichste in Anführungszeichen bei Lithium-Batterien und Lithiumzellen ist, dass die eben das Brennen anfangen können. Wenn die natürlich jetzt auch ausgasen und explodieren, das ist dann doch nochmal eine ganze Runde oder das ist dann doch nochmal eine größere Gefahr, denn das würde ja bedeuten, oder da geht es dann eben auch darum, dass man vielleicht etwas nicht sieht und durch das Einschalten des Lichts oder wie auch immer sich das dann entzündet, kommt es zu einer Explosion. Das ist natürlich nochmal deutlich schlimmer als ein Brand, den man vielleicht noch irgendwie mit Feuerlösch oder sonst wie beherrschen kann oder zumindest mal räumlich abgrenzen kann. Also da ist eine Explosion natürlich nochmal deutlich gefährlicher. Es gibt wohl Akkutechnologien, auch auf Lithiumbasis, die diese Gefahr nicht haben, aber auch da gibt es natürlich wieder Nachteile, die sind wohl teurer, schwerer, die werden halt in diesen Massenprodukten jetzt von Senec und auch von anderen Herstellern nicht verbaut aktuell noch. Mal sehen, was das letztendlich heißt für die Heimspeicher und auch vielleicht Speicherlösungen in Autos, denn das wird jetzt sicherlich für Schlagzeilen sorgen in den nächsten Tagen, das wird auch in irgendeiner Form hat hier Senec sicherlich auch einen Bärendienst diesen ganzen Speicherlösungen erwiesen, denn das wird letztendlich jetzt nicht nur auf den einen Hersteller zurückfallen, ganz egal jetzt, was das für den juristisch und finanziell bedeutet, sondern das verschlägt oder wird der ganzen Branche so einen Schlag versetzen, denn dann es wird sich eben herumsprechen, auch mit den dazu passenden Bildern, dass da eben doch eine Gefahr ausgeht, dass diese Dinge brennen und explodieren können. Und dann werden eben Skeptiker sicherlich noch einmal mehr überlegen, ob die sich das in den Keller bauen. Wie gesagt,
Alle Details kennt man noch nicht. Ich bin da selber gespannt. Ich bleibe dran. Wenn ihr mehr wisst, könnt ihr das auch gerne mal irgendwie in die Kommentare packen oder mir zukommen lassen, dass ich das auch nochmal weiter teilen kann. Ich denke, wirklich aktiv machen kann man zum aktuellen Zeitpunkt nichts. Wenn ihr einen solchen Speicher habt, dann werdet ihr sicherlich auch schon festgestellt haben, dass die aktuell abgeschalten sind oder werdet das feststellen, wenn ihr das nächste Mal aufs Display schaut, wenn ihr das nicht jeden Tag eben verfolgt. Aber letztendlich kann man hier nichts machen. Interessant aus meiner Sicht wird auch noch werden, was passiert, wenn das Ding jetzt also in die Selbstentladung gerät, beziehungsweise ob das jetzt hier vom Netz her irgendwie noch erhalten wird, sich auflädt, oder ob das jetzt hier komplett sich selbst überlassen ist und dann dadurch natürlich auch eine Gefahr entsteht der Tiefenentladung. Das ist ja so, wenn die jetzt nicht geladen werden, nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, werden die Zellen sich eben automatisch tiefenentladen. Und wenn natürlich jetzt je nach Akkustand, den das hatte beim Ausschalten, wenn das natürlich in so einen Modus gerät, dann sind die Batteriesätze letztendlich sowieso hinfällig, kann man dann nur noch austauschen lassen, wieder aufbereiten lassen oder halt rausschmeißen. Aber das wird der Hersteller hoffentlich auch im Blick haben. Die haben ja da eben ein Monitoring. Genau deswegen gibt es ja auch diese mehr oder weniger verpflichtende Netzwerk, den mehr oder weniger verpflichtenden Netzwerkzwang. Also das ist ja so, dass diese Netzwerkverbindung, zumindest wenn man auf diese Garantie nicht verzichten möchte, tatsächlich vorgeschrieben ist. Sobald man das Gerät hier länger als, ich weiß nicht wie viele Stunden und Tage vom Netz nimmt, würde es da zu Problemen kommen. Ich glaube, das Gerät startet sich teilweise sogar neu und dann eben auch aus, wenn es keine Netzwerkverbindung gibt. Man wird irgendwie auch vom Support oder so angeschrieben. Ich selbst hatte diesen Fall noch nicht, aber habe eben davon gelesen und davon gehört. Und letztendlich, spätestens wenn man diese Garantie in Anspruch nehmen möchte vom Hersteller, dann ist das eben immer eine gute Idee, diese Netzwerkverbindung aufrechtzuerhalten. Und überhaupt ist das eben sinnvoll, diese Garantie auch in Anspruch zu nehmen bei einer Investition von Größenordnung 5.000 bis 10.000 Euro, je nach Kapazität. Insofern werden das die meisten Leute gemacht haben und insofern dürfte es bei den meisten Leuten mittlerweile auch schon ausgeschaltet sein. Und ja, das zeigt eben, dass wir das mit dieser Autarkie und diesen Batteriespeichern doch nicht ganz so aktuell zumindest noch ganz so problemlos funktioniert. Ich selbst bin ja auch gar nicht der größte Fan jetzt hier von diesem Szenic-Speicher. Der hat halt jetzt seinen Weg in das Elternhaus gefunden. Und ja, man sieht, das gibt Probleme. Ich habe persönlich ein anderes System eines anderen Herstellers. Von solchen Problemen habe ich da jetzt noch nichts gehört. Aber auch da gibt es letztendlich einen Netzwerkzwang und auch der betreibt da aktives Monitoring der Batterien, auch um selbst Erfahrungen zu sammeln, wie lange diese Batterien halten und so weiter und da eben Prozesse zu optimieren. Letztendlich wird aber auch dieser dann eben die Möglichkeit haben, so eine Fernabschaltung durchzuführen, wenn sich wirklich solche Probleme offenbaren und eben hier eine reale Gefahr ausgeht für viele Häuser, wo ja dann wirklich Millionen Werte an Sachschaden und eben auch eventuell menschliches Leben in Gefahr ist. Insofern, ja, es hilft nichts, wir müssen abwarten. Wie gesagt, schreibt gerne etwas in die Kommentare, wenn ihr dazu etwas wisst, würde mich auch interessieren. Ich bin da nach wie vor eben am Sammeln und am Recherchieren und dann hoffe ich einfach, dass wir uns in einem der nächsten Videos bald schon wiedersehen, indem ich dann wieder in Warnung geben kann und vielleicht davon sprechen kann oder zeigen kann, wie das dann in Aktion wieder aussieht, wie es funktioniert, welche Konsequenzen das Ganze hatte. Bisher eben gibt es nicht viel mehr zu vermelden, außer dass hier mehrere dieser Geräte in die Luft geflogen sind, verbrannt sind und dass die jetzt erstmal alle abgeschaltet sind. Im Übrigen, vielleicht sollte ich das doch noch erwähnen, die, je nachdem natürlich, wie diese Anlage angeschlossen ist, ist es auch so, dass dass der Wechselrichter und dass die Generierung von PV-Strom nach wie vor weiterläuft. Also das ist auch so bei uns. Wir haben hier eben einen Wechselrichter eines anderen Herstellers, SolarEdge in dem Fall, der dann über, ja, letztendlich hier verbunden ist über einen Energieflussrichtungssensor. Das heißt, tagsüber haben wir natürlich immer noch PV-Strom. Ist ganz nett, besser als ein totaler Ausfall, aber letztendlich kommt man ja ohne Speicher nicht auf einen Eigenverbrauch von über 30-40%. Einfach weil man den überschüssigen Strom, den man tagsüber generiert, diese 5.000, 6.000, 7.000 Watt, die da bei uns vom Dach kommen, kriege ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht verbraucht, kriege ich auch nicht eingespeichert, sondern die gehen halt ins Netz und da muss ich die dann in den Abend- und Nachtstunden zurückkaufen. Insofern, ja, ist das nicht die Idealsituation, das ist nicht die Anlage, die man so gekauft, bestellt, in Auftrag gebaut hat, aber das ist halt jetzt das, was man hier hat. Ich persönlich oder wir persönlich werden jetzt hier erstmal ein Stück weit noch abwarten. Wie gesagt, andere drohen oder haben vielleicht sogar schon juristische Maßnahmen ergriffen.
drohen zumindest mal damit in den Forenbeiträgen und so weiter. Aber zum aktuellen Zeitpunkt hilft das nicht viel, der finanzielle Schaden hier bei so einer privaten Anlage. Das beläuft sich irgendwo auf vielleicht mal 5 Euro am Tag, wenn man da alles mit Laufzeit und Garantie und so weiter einrechnet. Und das ist dann doch im Verhältnis dazu, was passieren könnte, wenn das Ding hier brennt oder in die Luft fliegt, zu vernachlässigen. Klar, wenn das jetzt ein Monat-Ding nicht funktioniert, dann wäre das super ärgerlich. Und wenn die Firma nachher pleite ist und man hat hier überhaupt keine Ansprüche mehr, dann wäre das richtig tragisch. Wir haben das System noch nicht lange und das dürfte auch vielen anderen so gehen. Aber letztendlich hat man darauf keinen Einfluss, jedenfalls nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Und dementsprechend warten wir jetzt hier erst einmal ab. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir uns in einem der weiteren Videos wiedersehen werden. Ich freue mich darauf. Bis dahin, bis dann. Ciao.